Moin zusammen, es geht zu zweit nach Willow Street. Wir hatten jetzt in der vorigen Runde eh den schlimmsten Geist, den man haben kann. Also kann es ja eigentlich nur besser werden. Also jetzt für null Beweisdurchläufe. Ups. Übrigens, wir haben eingestellt, dass die Geister nicht den Raum wechseln können. Deshalb kann man ihn daran nicht herausfinden. Ja. EMF, Incense, Firelight, Breaker im Basement. Ja, dann schauen wir mal, wer da drin jetzt auf uns wartet. Okay, hallo Willow. So, ist das an? Ja. Sieht manchmal was komisch aus mit dem Schalter. Weiß man nicht, ob er an oder aus ist. Ich meine, wenn sie unsere europäischen Schalter reintun würden, wäre es, glaube ich, noch schwieriger. Okay. Der ist irgendwo oben auf jeden Fall, der Geist. Der hat gerade an der Tür gefummelt. Im Bereich der Küche, Garage, Wohnzimmer in der Ecke müsste er sein. Schauen wir mal. Hier ist nix. Dann gucken wir mal hier. Machen das einmal an. Ah, wenn dieses Versteck blockiert ist und das beim Waker nicht da ist, haben wir vielleicht oben eins von den guten, hoffentlich. Weil in Willow ist das. Ja, das ist gut, wenn das da ist, weil hier im Keller war gar nichts. Beim Waker ist leider auch kein Versteck. Ich glaube, im Wohnzimmer auch nicht. Nein, im Wohnzimmer ist auch nichts. Okay. Da habe ich schon wieder meine Werkstange und Löhre. Ja, hier hinten im rechten Schlafzimmer ist leider auch kein Versteck. Schade. Das ist auch ziemlich gut, was da hinten an der Ecke ist. Die Kisten, das ist auch sehr zuverlässig. Das da, das könnt ihr vergessen. Das mit dem Sessel. Ich habe noch keinen... Ah doch, ich habe den Knochen. Der ist hier bei Hasi. Hier hinten im linken Schlafzimmer. Kannst sich ja drum kümmern. Hasi spielt mit dem Knochen. Also, ein Knochenstoff. Er hatte bestimmt früher gehabt, der arme Hasi. So, dann schauen wir mal, wo der Geist jetzt genau ist. Nehmen wir mal einen Putzi. Ach, der hat bestimmt damit gespielt. Ja, der dachte bestimmt, das wäre ein Mörchen. Armer Hase. So. Hier geht's hoch. Ich vermute ihn hier in der Ecke irgendwo. Hier geht's hoch. Sei nicht in der Garage. Okay, er ist nicht hier. Aber sehr schön. Das hier sichern wir mal ab. Mein Versteck. Bauen wir schon mal was Ghost Highway auf. Warum nicht? Der ist hier im Flur. Temperatur geht runter. So. Kruzi da rein, Kamera da rein, Soundsensor da rein. Was habe ich gesagt? Soundsensor oder Bewegungssensor? Nee. Heb doch den Bewegungssensor auf. Ich weiß nicht, vielleicht lagen die übereinander. Okay, ich richte die Kamera mal auf die Türen aus. Falls es ein Yurei ist. So, einmal so. Ha, das T3-Kruzifix covert den ganzen Raum. Er hat auch die Kerze da schon ausgemacht. Hasi, weißt du was? Du kannst hier mit dem Geist ein bisschen spielen, ha? Mit dem ein bisschen was zum Spielen. Warum nicht? So. Welcher Lichtschalter war das? Ich habe gerade eben einen Lichtschalter gehört. Ich weiß aber nicht, ob er eins angemacht hat oder aus. Merkwürdig. Bewegungssensor für Ghost Highway. Ups. Ghost ja, erkennbar, schwer. Ich wusste jetzt nicht, ob ich das eine Licht da ausgemacht habe. Ich habe aber auch nirgendwo ein eingeschaltetes gesehen. So, ich baue hier jetzt meinen Ghost Highway auf. Leider haben wir nicht den Breaker hier in der Garage, was sehr schade ist, aber wird ja wohl irgendwie hoffentlich. Ich scheine aber ein etwas ruhigerer zu sein, ne? Ja, okay, das Licht ist gerade in seinem Raum an, ne? Da sind die ja immer was ruhiger, wenn das Licht an ist. Ja, wir hatten vorhin schon ein paar Actiongeister so gehabt. Ist ja okay, wenn man jetzt mal was Ruhigeres hat. So. Ein Sensor noch hierher.
Dann wissen wir es auch, wann er den Raum verlässt. So. Das Parabol, das muss gleich da hinten rein. Das Salz tun wir in den Geisterraum. Den Soundsensor tun wir da rein. So, dann. Sag mal, bist du überhaupt hier, Geist? Ah, shit. Ich dachte, der wäre im Flur, weil die Temperatur runtergegangen ist, aber der ist nicht im Flur. Die Temperatur, die ist zwar niedriger im Flur, aber... komisch. Ist der jetzt in einem der Schlafzimmer? Aber ich habe da vorhin sehr nah eine Tür gehört. Der ist hier hinten, rechts im Schlafzimmer. Der hat auch hier das Licht angemacht. Das war der Lichtschalter, den ich vorhin gehört habe. Ah. Okay. Okay, dann bauen wir einfach alles jetzt hier rein. Okay, das heißt, es ist kein Meer. Kannst du... Ach, hast du eine Kamera? Ich muss die Tür fotografieren. Okay. Ich hab sie. Okay. Hat's gezählt? Ja. Teddy! Also kein Meer mehr. Genau, kein Meer mehr. Teddy! Schon wieder, ich komme hier nicht weg. Oh Mann, das ist süß. Hasi tun wir auch mal mit rein, warum nicht? So. So. Das ist für Polter für später. Nee, ich habe das schon überall da draußen verteilt, aber ist nicht schlimm. Der wird da nachher, wenn der irgendwann huntet, wird er eh da durchlaufen. Ach, da ist schon eine Kamera. Tun wir die hierher? So. Was haben wir denn hier noch? Wir haben hier noch Laternen. Tun wir die alle mal darüber. Damit können wir auf Onryo testen. Ja, Wraith müssen wir später testen. Also ich denke mal nicht, dass das ein Banshee ist. Ein Banshee hätte schon längst angegriffen. Ich meine, hätte uns schon längst gefolgt. So, Items müssten jetzt hier auch genug drin sein, eigentlich, für den zum Spielen. Ich schmeiß mal noch was in Richtung Radio, weil ich habe keinen Bock, dass die ganze Zeit das Radio geht. Oh Mist, ich habe meine Schwimmbrille vergessen. Aha, ich kann nicht tauchen. Du kannst dich schon mal mit dem Parabol und einer Fotokamera in die Garage hocken und gucken, ob er rüberkommt, aber ich glaube nicht. Er hat irgendwas geschmissen, ich weiß aber nicht was. So. Also der Meer ist schon mal raus. Wraith kann ich noch nicht ausschließen. Okay, ich brauche noch ein paar Interaktionen. Okay, das ist gut. Das ist auch eine Interaktion. Wird er duschen? Schon wieder am Duschen? Ja, der hat gerade die Dusche angemacht. Gezählt, gut. Ich weiß nicht, wann die ausgemacht wurde, lass ich lieber sein. Ah,
alles in Richtung Radio werfen, weil ich habe keinen Bock, dass wir jetzt hier die ganze Zeit das Radio um die Ohren haben. Show us, give us a sign. Are you here? Show us, are you here? Liegt das Kurzi eigentlich hier drin? Ich glaube schon. Was hast du geworfen? Den Schuh? Es ist gut, wenn an jeder Ecke irgendwas liegt zum Werfen, dann interagiert er auch eher damit. Gut, wir haben es und es war der Schuh tatsächlich. Gut. Okay, die Fotos sind zum Glück schon alle durch, ist alles erledigt. Ich komme dann auch in die Garage. Wir brauchen noch dieses EMF da. So. Hopp. So, dann gucken wir mal, ob er hier rüberkommt. Hast du schon ein Flüstern auf dem Parabol bekommen? Der wirft einen. Okay, ich habe meins gerade bekommen. Sehr schön. Okay, ich gehe mal nach meiner Sanity gucken, weil der hat gerade geflüstert. Weil, wenn das jetzt ein Moroi ist, der verflucht einen durch das Flüstern und dann droppt die Sanity sehr schnell runter, obwohl man im Licht ist. Die haben das Sanity-System geändert. Wenn du in einem Raum bist, der das Licht anhat, verlierst du einfach gar keine Sanity. Dafür sind die Kerzen jetzt Schrott, sozusagen. Ja. 81. Ich hatte Flüstern, ja. Okay. Ja, dann merk dir mal deine Sanity, die ist irgendwas zwischen 90 und 94 und ich bin irgendwas bei 80. Oh, es ist kein Wraith, er ist ins Salz gelatscht. Du bist irgendwas bei 94, ich bin irgendwas knapp über 80. Mal gucken, ob wir Sanity verlieren. Wie weit ist er denn gelaufen? Er ist nicht weit gelaufen. Er ist nur aus dem Raum raus. Das ist jetzt nichts Dramatisches. Wir müssen gleich nochmal nach der Sanity schauen. Also kein Wraith. Wraith ist damit auch raus. Ich weiß nicht, Phantom könnte noch sein, theoretisch. Einfach. Es kann sein, dass er uns nicht so oft nachläuft. Mhm. Benji würde ich eigentlich schon fast ausschließen. Der kommt gar nicht zu uns. Pustet die Laternen aus. Der ist ja fleißig mit den Laternen. Aber der ist nicht einmal hier rübergekommen, ne? Nee, nee. Ich höre auch keine Sensoren. Die hört ihr übrigens auch übers Parabol. Ihr könnt viel übers Parabol hören. Also um den Geisterraum zu finden, nicht sehr sinnvoll. Aber wenn ihr in der Ferne, in sicherer Entfernung, ein paar Sachen hinhören und beobachten wollt, ihr könnt zum Beispiel hören, wenn er ins Salz läuft. So könnt ihr Wraith rausfinden. Ihr könnt hören, wenn er durch einen Sensor läuft, weil der Sensor macht auch ein Geräusch. Ihr könnt ihn natürlich hören, ja, könnt auch dann dadurch auf Moroi testen. Und ihr könnt auch die Yurei-Interaktion damit hören. Das heißt, ihr seid in sicherer Entfernung und verliert dadurch keine Sanity. Es ist auch wieder eine Art, sicher zu spielen. Was? Nee, ich bin doch hier beim Auto, hier hinter dir. Ich dachte, ich wäre allein hier. Ich gehe jetzt mal kurz zum Truck und guck mal nach der Sanity. Also Benji können wir eigentlich ausschließen, der ist ja nicht einmal zu uns gekommen. Benji ist raus, jetzt gucken wir mal, ob der Moroi auch raus ist. Also Wraith ist raus, Benji ist raus. Ich gucke jetzt auch mal kurz wegen dem Moroi, ob der raus ist. Also sie war irgendwas bei 94, ich war irgendwas um die 80. Moroi ist auch raus. Okay. So, Tür beobachten. Das ist vom Sensor. Ich könnte noch eine Kamera da reinbringen. In Le Garage. Was? Shade? Nee, Shade ist noch drin. Shade kann noch möglich sein. Shade wäre raus, wenn der ein Event machen würde. Phantom ist noch nicht ausgeschlossen. Der kann immer noch zu uns laufen. Phantom ist ja ein bisschen fauler, was das Roaming angeht. Wo
Obwohl, dieses blöde Versteck hier nutze ich eh nicht. Dann können wir die auch hier hinstellen. So. Okay, ich habe jetzt hier noch eine Kamera aufgestellt für später. Und ja, dann können wir ja mal uns in die Küche hocken und da mal die Sanity ein bisschen drainen lassen. So. Weil wir haben noch sehr hohe Sanity. Ich teste mal kurz nebenbei auf mehr. Mehr ist easy zu testen. Einfach ein bisschen hier die Lichter mal random anmachen um den Geisterraum rum. Ah ne, Quatsch. Ach, mehr ist doch schon raus. Er hat doch ein Licht selber angemacht, ne? Ich habe immer noch nicht meine Schwimmbrille. Der ist hier nur reingelatscht. Okay. Event! Shit! Mist, ich konnte die Kamera nicht schnell genug aufheben wegen Phantom. Mist. Aber es ist gut, jetzt ist meine Sanity immerhin niedrig. Oh, und da schmeißt er schon was. Die Items, die da so liegen, kannst du die später auf der Kamera sehen? Ich denke schon. Nee, ich habe meine Schwimmbrille vergessen, deshalb sehe ich nichts. So. Mal, ist der zurückgelaufen? Ich denke mal. Okay, das Event war ja doch ziemlich früh. Der Shade ist zwar noch drin, ist aber sehr unwahrscheinlich, weil das Event ja schon ziemlich früh kam. Ich guck mal kurz, wie viel es mir abgezogen hat. Weil wenn so ein Event euch... Ich war ja vorhin was bei 90. Ich war jetzt was im Dunkeln, ja. Vielleicht minus 5 oder 10. Aber wenn ich jetzt minus 25, 30 habe, also jetzt auf 50 bin... Nee. Nee, glaube ich nicht. Dann wäre es nämlich ein Uni. Ist es aber nicht. So, Schwimmbrille mitnehmen, damit wir auch tauchen können. Okay. Moment, ich noch mal kurz nach dem Durchschnitt schauen. Ich habe jetzt nur auf meine eigene geschaut. Durchschnitt ist bei 64. Okay. Wir haben jetzt einen Durchschnitt von 64. Der Meer ist eh raus, aber ein Raiju könnte schon handeln, wenn er wollte. Müssen wir mal schauen. Also eher Raiju. Nee, muss es nicht heißen. Er könnte handeln, wenn er wollte, aber muss jetzt nicht heißen, dass das ein Raiju ist. Ah ja. Ja, mal gucken. Ich tue den mal lieber hier hin. So. Vielleicht macht er ja gleich noch ein Event und ich kann ihn fotografieren. Show us, gib was es sein. Ach ja, ich habe auch keine massive Sanity verloren durch das Event. Also wahrscheinlich auch kein Uni, aber das können wir ruhig nochmal testen. Onryo wäre ein bisschen kacke, ne? Obwohl, Onryo... Wie viel Prozent ist jetzt Sanity? Wir waren jetzt bei 64, als ich zuletzt geguckt habe. Ja, dauert ja dann nur. Vielleicht... Deshalb will ich den ja dazu bringen, ein Event zu machen. Show us, give us a sign, are you here? Für ein Ghost Event müsst ihr einfach nur in einem Raum sein, der an dem Geisterraum dran hängt. Oder in einem Raum, der zwischen... Also der... Wenn der Geist jetzt von dem Geisterraum hier rausgeht, dann könntet ihr im Bad sein, in der Küche oder da hinten in dem Raum. Dann hat er auch eine Chance, ein Event zu geben. Weil alle Räume, die mit dem Flur verknüpft sind, da kann er dann ein Event geben. Vorhin hat er aber hier im Flur das Event gegeben. Ich glaube, der ist auch sehr territorial. Der ist nur einmal in das Salz da vorne gesteppt und hier das hat er jetzt verwüstet, als er nach dem Event nur zurückging. Ich glaube, das ist die Ruhe vor dem Sturm gerade, oder? Oder hörst du irgendwas? Nein. Der macht gar nichts mehr, ne? Das ist sehr gut. Der plant das. Nee, ich glaube, der plant irgendwas. Der hatte irgendwas vor. Gleich geht's bestimmt los. Irgendwas, das ist komisch. Der plant irgendwas, glaube ich. Ich guck mal nach der Sanity. Die werden immer so, es ist so, ja, so dieses komische Gefühl, so wenn es so ruhig ist, ne? Weil man weiß, na, gleich passiert irgendwas. Vor allen Dingen, wenn man weiß, okay, unsere Sanity kommt so langsam in die Hunting Range für alle Geister. Für Early Hunter sind wir ja schon in der Range. Oh, wir sind bei 40.
Hat er das Kruzi benutzt? Nee, hat er noch nicht, ne? Ja, das Licht ist auch noch an, also hat er es noch nicht benutzt. Ein Late Hunter sehr wahrscheinlich. Okay. Vielleicht hat er es ja auch gar nicht. Läufst du da durch den Sensor? Nein. Das war das Kruzi. Jetzt wurde es im Moment benutzt. Ich check schnell die Sanity. Du hast ja da ein Versteck, ne? Ja, ja. Mhm. Okay. Jetzt ist es wichtig zu sehen, wann hat er versucht zu handeln? Deshalb mache ich auch immer sofort die Lichter an. Schwerer Deochenverdacht. Obwohl, es geht an manchen Stellen noch über die 40 drüber. Aber definitiv kein Shade. Hat er gerade schon wieder versucht zu handeln oder ist der Breaker aus? Ich glaube, der Breaker ist aus. Gegebenenfalls vielleicht sogar auch ein Fay. Den Breaker nicht anmachen, das ist zu gefährlich. Da ist nämlich kein Versteck. Falls das ein Deochen ist, in der Garage ums Auto rumziehen. Ganz einfach. Er huntet. Versteck dich. Ich höre gar nichts. Ist das ein Meiling? Ich höre nichts. Ist ein Meiling, definitiv. Ghost, get over here. Ghost. Hello. Ghosty? Oh nein, ich glaube, der steckt wieder fest. Ghost, here. Hello. This way. Ghost, I'm here. War das ein Hand oder nicht? Die Tür ist doch zu. Hä? Ich glaube... Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, der ist stecken geblieben in dem Zimmer. Ja. Airball. Genau in mein Gesicht. Pfui. Der hat mir gerade einen Airball in der Küche mitgegeben. Ich glaube, das ist ein Meiling. Ich habe nämlich gar nichts gehört. Sei vorsichtig. Der könnte gleich handeln. Die Tür ist noch zu. Weil wir hören das nicht, wenn die zufällt. Und der Breaker ist aus. Scheiße, ich glaube, das ist wieder der Bug. Der steckt in einem Raum fest. Wir müssen den da rausholen. Also ich hole den gleich raus, wenn der huntet, weil der schafft es nicht, da rauszugehen aus dem Raum, weißt du? Warum? Wegen dem Kruzi oder wegen dem Salz? Nee, das ist so ein Bug hier auf der Map. Habe ich schon öfter erlebt, dass die Geister, wenn die da hinten rechts in dem Raum anfangen zu handeln, die bleiben dann in dem Raum irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Wenn man aber in die Nähe geht und die mit Equipment anlockt, dann schafft man es, die da rauszukriegen. Das heißt, ich muss den da gleich irgendwie rauslocken. Jede Arme, ey. Ja, das finde ich auch immer so scheiße. Es gibt ja Leute, die tun diesen Bug dann total ausnutzen und so. Das will ich aber nicht. Ich will den versuchen, da rauszuholen. Müssen wir ja auch, um den zu erkennen, was das ist. Aber ich habe nichts gehört. Hast du Schritte gehört? Er huntet. Nix. Ghost! Hey! Ghost! I'm here! Hello? 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 Ich habe ihn rausbekommen. Leise sein, er kommt. Okay, er beschleunigt normal. Lebst du noch? Ja. Ich habe zum Schluss nämlich einen Path Change gehört. Ich mache schnell den Breaker an, weil ich habe den gesmatcht. Sagen wir mal 24 Minuten, wenn der erst bei 27 wieder huntet, das ist ein Spirit, und wenn er bei 25, 30 wieder huntet, also in einer Minute, dann ist es kein Spirit. 25, 30. Merkt ihr mal kurz 25, 30. Wenn er dann wieder huntet, ist es kein Spirit. Noch 45 Sekunden. Jetzt konnte ich, weil ich damit so beschäftigt war, den da hinten rauszulocken, nicht darauf achten, ob es ein Meiling ist. Ich hoffe, der kommt nachher von alleine da raus irgendwie. Ich hoffe, der schafft es mit eigener Kraft.
Ja, da bin ich. 25:30 hatte ich gesagt, ne? Ja. Mal schauen, ob er jetzt gleich wieder handelt. So ungefähr, Pi mal Daumen. Ich habe das jetzt nicht ganz genau auf die Sekunde gemacht. Ja, ich hoffe, der kommt gleich so rüber, weil dann kann ich das ja testen wegen dem Mining. Ich dachte vorhin, du bist tot, weil ich habe einen Path-Change gehört von ihm, weißt du? Dieser Doppelstep oder wenn der einen Step auslässt, dann wechselt der seine Richtung aus irgendeinem Grund, weißt du? Deshalb dachte ich, der hat dich vielleicht gesehen und einen Path-Change gemacht. Ach so, der hört sich dann an, ne? Ja, und der Hand war nämlich direkt danach zu Ende. Da dachte ich, oh nee, hat er dich jetzt erwischt? Ich war schon am Hören, ob gleich dieses kommt. Er erntet immer noch nicht. Lustig. Kein Spirit. Oh, der kommt aus der Küche. Ich sehe keinen Shapeshift. Ghost, I'm here. So. Yokai? Vielleicht ein Joker. Ich habe gerade versucht, den rüber zu locken, aber irgendwie kam er nicht. Vielleicht auch ein Meiling, oder? Aber der ist diesmal in der Küche gespawnt. Der hat hier vorne in der Küche angefangen. Das ist wieder schwer herauszufinden. Kein Spirit. Phantom würde ich auch nicht hören. Ich denke mal ein Meiling. Ich bin aber nicht sicher. Willst du mal im Truck auf den Kameras schauen? Ich hab den ja gerade gesmudged. Es ist gerade im Moment safe, rauszugehen. Ich werde dann diesmal einfach im Versteck bleiben und auf die Geschwindigkeit hören. Du kannst ja schauen, ob er die Sachen sehr krass wirft, wegen Polti. Hallo! Okay, definitiv kein Phantom. Ja, der stand hier bei mir wieder in der Küche. Ich weiß nicht, der hat es mit der Küche irgendwie. Ich versteck mich mal. Kein Phantom. Du hast in der Küche eine Kamera, da kannst du ja schauen. Und in der Garage ist auch eine. So. Okay, sie beobachtet das ganze Spektakel auf den Kameras. Ich werde mal nur hinhören, ob das vielleicht Twins ist. Definitiv Meiling. Hört ihr das? Ihr hört die Sachen fliegen, aber seine Schritte gar nicht. Er ist hier. Ich sehe nichts, meine Laterne. Habt ihr es gesehen? Der war nur hier. Der ist nicht bis hierhin gekommen. Der war hier vorne, glaube ich, beim Sensor und hat von da aus die Laterne ausgepustet. Definitiv Meiling. Kann man da nicht spielen, du. Es ist definitiv ein Meiling. Er ist gerade in den Keller geflitzt. Ich habe die Türen und die Gegenstände gehört und so und keine Schritte von ihm. Also ich glaube, das ist definitiv so ein Meiling. Ja. Stimmt, Schritt runter an die Türen. Ja, dann komm, dann mit Meiling. Ja, die Aufgaben sind alle durch, ne? Oder ja, ja. Noch was? Alles erledigt. Okay, dann ist das ja wieder ein Perfect Game. Ja, ich war beim ersten Mal ja nicht sicher, weil der im Raum feststeckte. Beim zweiten Mal war ich damit beschäftigt, den aus dem Raum rauszuholen. Und beim dritten Mal hat er ja in der Küche schon angefangen zu handeln. Da war es natürlich schwer rauszufinden. Aber jetzt, diesmal hat er von seinem Raum angefangen und er ist auch selber rausgekommen. Ich glaube, wenn du das mal haben solltest, dass die da hinten in dem Raum feststecken, musst du die einmal da rauslocken während des Hands. Dann kommen die, glaube ich, danach auch immer wieder raus. Ich glaube, so kann man diesen Bug vielleicht ein bisschen beheben. Auf eigene Faust. Okay. Okay, dann Meiling und Abfahrt. So. Okay, sorry, war jetzt wieder mal was länger, die Folge, aber man will ja sicher gehen. Wehe, das ist jetzt kein Meiling, ich schwöre es. Weil man hat eindeutig, man hat sein Atmen zwar gehört, aber nicht seine Schritte. Und man hat Gegenstände und Türen gehört, aber nicht seine Schritte. Ja, gut. Und hey, heute läuft's. Perfect Game nach Perfect Game. Immer weiter in einer Tour. So macht das Spaß. Ich meine, selbst wenn man mal ein Perfect Game nicht hat.
wie oft wurden wir schon von dem Fotosystem verarscht? Also, selbst wenn es mal nicht klappt, wegen einem dummen Foto, was mal nur ein 2 Sterne oder ein gar keine Sterne wird, es ist ja egal. Hauptsache, man überlebt es und man kriegt den Geist raus. Dadurch kriegt man ja auch schon ein Batzengeld, selbst wenn man das hier nicht bekommt. Dann wird diese Zahl hier eben ein bisschen niedriger, die ihr hier seht, bei Perfect Investigation Bonus. Aber man verliert nichts und wie ihr seht, ich finde diesen Schwierigkeitsgrad vollkommen in Ordnung. Der ist übrigens unten in der Beschreibung, falls ihr den selber auch mal spielen wollt. Ich sage euch schon mal, wenn ihr ungeduldig seid, spielt ihn nicht. Der ist nichts für ungeduldige Leute. Der ist wirklich was für Leute, die sich wirklich gerne Zeit nehmen und auch gerne ein bisschen mit den Geistern abhängen und kommunizieren und beobachten und sowas. Nicht für diese Leute, die sofort reingehen, sofort Hand. Dann stellt euch null Sanity ein, wenn ihr sowas wollt. Ganz einfach. Und ja, kein Sprinten, das heißt, man muss sehr weitsichtig denken. Auch eine Eigenschaft, die rar geworden ist. Sehr rar, leider. Und ja, tobt euch mit dem Schwierigkeitsgrad aus. Er ist total... Für uns ist er Spaß. Also uns macht er mega Spaß. Passt zu unserem Playstyle. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.